Wir haben hier wieder ein Potenzprodukt gegeben, 3b mal b hoch 4. Jetzt wollen wir vereinfachen. Was stört uns jetzt hier noch? Diese 3b. Ist das relevant oder nicht? Überlegen wir mal. Wir können doch auch sagen, das ist 3 mal b hoch 4. Und dann ignorieren wir die 3 erst einmal und wir schauen uns nur diesen Teil an. Hier sehen wir wieder, wir haben hier die Basis b gegeben, genauso wie hier. Wir können uns hier sozusagen eine 1 denken, weil wir haben b hoch 1 mal b hoch 4. Das bedeutet, wir können wieder unsere Formel anwenden, dieses a hoch m mal a hoch n. Und das heißt doch nichts anderes, dass b hoch 1 mal b hoch 4 genau das gleiche ist wie b hoch 1 plus 4. Weil diese 1 plus diese 4. Was machen wir mit der 3? Die schreiben wir natürlich mit. Wenn wir das zusammenrechnen, dann ergibt das 3 mal b hoch 5.